Es beginnt nun der nächste Arbeitsschritt. Man sieht hier, die Gärung ist beendet, der Gärspund bewegt sich gar nicht mehr, es entweichen keine Gase mehr. Nun folgt der erste Abstich dadurch, bevor dieser aber gemacht wird, kommt vorher noch etwas Kalium rein, um den frischen Wein noch wieder zu schwefeln. Dazu nimmt man das Kalium, ne, Kaliumdisulfid, was umgewandelt wird hinterher zu Schwefel. Ich habe hier eine Mostmenge von 6,5 Litern. Man sagt ungefähr beim ersten Abstich 0,5 Gramm. Also sind das jetzt etwa 0,3 Gramm, die ich jetzt schwefeln muss. Die Waage habe ich eingestellt. Das ist eine Feinwaage, die also auf 0, genau wiegt. Und jetzt kommen 0,3. So, es sind nun 0,3 Gramm Schwefel oder beziehungsweise Kalium abgewogen. Ich mache nun hier auf. Nehme etwas Wein hinaus. Da kommt jetzt der Schwefel rein. Es wird jetzt etwas umgerührt. So, nachdem sich der Schwefel jetzt hier aufgelöst hat, kommt die kleine Menge zurück ins Gärfass und wird ein paar Mal umgerührt. Man sieht hier auch die kräftige rote Farbe. Der Schwefel ist nun verrührt, kann beginnen, sich zu entfalten. Und an einem nächsten Tag, also morgen, erfolgt dann der erste Abstich. Nun wollen wir den ersten Abstich beginnen. Wir benötigen dazu folgende Materialien: einen kleineren Gärbehälter, die dazu beigefügten Utensilien, Deckel und auch der Gärspund und auch wieder ein Auslaufhahn. Wichtig ist noch ein Plastikschlauch oder beziehungsweise Silikonschlauch, etwa 1 Meter lang, der auch hinterher beim zweiten Abstich hier drüber passen wird. So viel zu den Materialien, das wird jetzt alles zusammengebaut und dann geht es weiter. Als nächstes nehmen wir jetzt den Schlauch, welcher vorher natürlich gut ausgewaschen wurde, wie auch alle anderen Utensilien. Das ist wichtig für die Hygiene. Stülpen ihn hier hinüber. Geschwefelt wurde der frische Wein jetzt schon gestern. Dadurch ist er auch weniger anfälliger gegenüber Sauerstoff. Das ist eben auch das Wichtige an diesem ersten Abstich, dass so wenig Sauerstoff wie möglich an den frischen Wein kommt. Von daher ist hier alles schon geschlossen. Hier ist der Schlauch. Wir werden hier nun ein bisschen öffnen, dass kein Unterdruck entsteht. Und werden nun beginnen mit dem Abfüllen. Man sieht hier, oder man kann erahnen, dass hier unten die ganzen Sedimente sind, also die abgestorbene Hefe und die ganzen Trubstoffe. Deswegen wird der Wein jetzt erstmal bis hierhin abgelassen und dann schauen wir mal rein, wie es ausschaut. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit dem
Umfüllvorgang. Das dauert jetzt selbstverständlich etwas, aber es füllt sich ganz langsam mit Wein. Was viele immer am Anfang als Fehler machen, sie sind ungeduldig und trinken schon viel zu viel am Anfang weg. Man muss Wein Zeit geben, und wenn man Wein Zeit gibt, bildet er auch seinen vollen Geschmack aus. Es wird nun so aussehen, wenn der erste Abstich gemacht ist, muss der Wein kühler gestellt werden, er braucht nicht mehr diese Wärme. Etwa, ja, man sagt 10 Grad, ich kann hier leider nur 15 Grad bieten, 14 bis 15 Grad. Und dann wird der Wein 6 bis 8 Wochen dort zum Reifen abgestellt und es wird lediglich einmal in der Woche der Geschmack und die Qualität beurteilt und ob genügend Schwefel noch vorhanden ist. Man sieht nun, es füllt sich hier, es steigt auch ein schöner Geruch auf. Wenn man mal hier reinschaut, sieht man den schönen Wein, wie er jetzt abgefüllt wird. Wir müssen dann warten, bis alles vollständig bis hier ab ist, abgelaufen ist, und dann sehen wir, wie weit noch die Sedimente liegen und wie weit wir noch ablaufen lassen können. Wichtig ist, dass gar keine oder ganz wenig Sedimente mit reinkommen. Also am besten wirklich lieber mehr drin lassen. So, okay. Man sieht nun, es ist abgeschlossen. Jetzt schauen wir mal rein. Und wir sehen noch keine Sedimente. Also können wir vorsichtig lieber alles nacheinander langsam machen, als einmal zu hastig und zu schnell arbeiten. So, ich habe nun, so sieht man es hier, da sieht man noch etwas den frischen Wein und dort sieht man die Sedimentenlager. Also die abgestorbene Hefe ist dort drin zu finden und alle Trubstoffe. Das wird jetzt drin zurückgelassen. Wir machen den Hahn zu. Die restliche Wein wird noch hineingelassen. Und somit war es das eigentlich auch schon so gut wie. So habe ich es bis jetzt immer noch gemacht, den Gärspund. Immer wieder mit frischem Wasser auffüllen. Ich nehme hier einfach Leitungswasser, was ich abkoche. Somit ist auch die Keimfreiheit garantiert. Manche machen noch etwas Kalium mit hinzu. Ich mache es jetzt nicht unbedingt. Was jetzt halt noch wichtig ist, man sieht hier, der Wein füllt nicht bis oben hin die Fläche zu. Das heißt, er ist nicht auf den Gärspund. Das heißt, wir müssen ihn auf den Gärspund halten, dass er wenig Oxidationsfläche hat. Es gibt natürlich nun verschiedene Möglichkeiten. Murmeln kann man reinmachen oder irgendwas anderes, dass sich der Wein erhöht. Man kann es aber auch so machen. Man nimmt einfach saubere Gläser, die natürlich verschlossen sind, sodass kein Wein eintreten kann, und legt diese hier drauf. Man sieht es hier, dort liegen jetzt die beiden Gläser
und erfüllen im Prinzip auch den gleichen Nutzen, wenig Oxidationsfläche und so können auch keine negativen Mängel auftauchen. Man muss es nicht bis hoch zum Gärschmutt machen, man kann es auch mit der weniger Auflagefläche probieren. Zum Schluss kommt hier noch so ein Thermometerstreifen drauf, um einfach die Temperatur zu beobachten, wie die Temperatur im Wein ist. Eigentlich ist jetzt alles abgeschlossen. Hier drin befindet sich wieder die Flüssigkeit. Es ist alles dicht verschlossen. Es hat keine Oxidationsauflagefläche mehr. Und somit darf er jetzt etwa 6 bis 8 Wochen reifen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gerne abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video.